Ob das Sinn macht, zwei Schiffe. Da werden wir mal ein paar mehr abzweigen. Der Tanker, der stört uns eigentlich auch nicht. Gehen wir weiter auf den Planeten. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch ein paar Gäste, die uns dazwischen funken wollen. Da kommen noch viel mehr von diesen Kollegen, meine Güte. Da hat er sich aber ganz schön ins Zeug gelegt. In den letzten Minuten noch. Aber die Bomber sind nicht so stabil gegen unsere Fregatten, sag ich mal. Halten die nicht so gut aus. Die Hammerhead-Fregatten von dem, die halten auch ganz schön was aus. Das ist gar nicht so ohne. Die ich hier mal einzeln rauspicken. Die Bomber, die nerven mich hier auch ganz schön. Und was für eine Long Range er mit den Projektilwaffen hat, das ist ja Wahnsinn. Das System läuft auch. Ich verstehe gar nicht, wie er noch so viel produzieren kann. Das ist ja wirklich eine Unmenge, die er hier raushaut, noch so kurz vor Schluss, sag ich mal. Lösen sich hier schon wieder auf. Ihr sollt auf dem Planeten fixieren, bitte. Schick mal den Nachschub nach hinterher. Das kann ja sonst nicht sein hier. War hier noch was? Nicht, dass es sich da heimlich wieder ausgekrallt hat. Schauen wir hier mal hier runter. Aus dem System kommen wir ja gerade. Das hat sich hier auch erledigt. Die Hammerhead-Fregatten, die hauen schon gut rein, so wie das aussieht. Dieser Planet, der macht einfach nicht die Beuge. Jetzt so langsam, oder? Nein. Hält den so wahnsinnig stabil aufrecht.
unsere Flotten sammeln. Und mit hier runterschicken eigentlich. Komm. Das ist eh nichts zu tun. Hier ist nichts mehr. Was wir jetzt mal machen werden, ein paar Scouts rausschicken. Nicht, dass er noch irgendwo hingeflohen ist. Wo er sich dann noch versteckt zum Schluss. Ah, eigentlich hätte ich nur mal einen Tanker bauen müssen. Dann wären die hier wahrscheinlich wieder alle fit. Und der Heimatplanet hat auch die Biege gemacht. Jetzt wären eigentlich nur noch die zwei Planeten hier unten, wenn er sich nicht noch irgendwo verkrochen hat. Und tatsächlich, da hat er sich... Da hat er sich nochmal einen Planeten geschnappt. Aufpasst. In einem größeren Universum mit mehr Systemen ist das natürlich auch problematisch. Wenn man da so einen Klumpen von Sektoren vom Gegner zerstört und er sich aber in einem ganz anderen Bereich im Universum noch aufhalten kann, denn die Anzahl der Sektoren ist ja beliebig. Oder zumindest sollte man es nicht übertreiben, wenn man kein starkes System hat, aber... Ich habe, glaube ich, schon mit 500.000 Systemen mal ein Spiel ausprobiert. Also das geht schon auch. Ja, das ging jetzt alles zum Schluss relativ fix. Also... Wir hatten ja eigentlich so gut wie keine Probleme. Denn hier zum Schluss in die Schranken zu weisen. Das lag wahrscheinlich auch an der KI, wobei man sagen musste, dass er zum Schluss schon gar nicht so schlechte Schiffe hatte. Also. Irgendwie scheint er sich irgendwo noch gefangen zu haben. Und das hat uns ja doch das ein oder andere, die ein oder andere Flotte gekostet. Und da haut er die Verteidigungssatelliten raus, dass alles zu spät ist. Das ist ja Wahnsinn. Was möchte er denn? Er würde uns sogar 2000 Advanced Parts pro Sekunde liefern für 2 Minuten. Ich bezweifle, dass er so viel überhaupt auf der Seite hat. Ja, und die KI-Stärke, die war natürlich dann doch etwas... Oh, da haben wir schon gesiegt. Ja, die KI-Stärke war natürlich doch etwas niedrig und durch ein anderes Spiel habe ich natürlich auch ein bisschen dazugelernt. Man kann am Anfang natürlich doch etwas stärker expandieren, vielleicht nicht so stark, wie es der PC tut oder die KI, aber man sollte doch sehr in die
in die Sektoren streben, in die äußeren, und seine Wirtschaft weiter ausbauen, dass man eben dieses exponentielle Wachstum tatsächlich gewährleistet. Und so kann man natürlich, so wie wir hier jetzt schon, ich mache hier mal die Produktion kurz aus. Ach, was mache ich denn? Ja, so kann man natürlich dann so eine starke Produktion, wie wir sie jetzt hier zum Schluss hatten, schon gewährleisten. Wir haben ja gesehen, dass wir beim Bank Income trotzdem noch positive Werte hatten. Das heißt, wir hätten hier durchaus mit einer zweiten Construction World noch mehr Schiffe bauen können. Ja, das war wohl die erste Runde jetzt. Wenn es irgendwelche Wünsche für eine zweite Runde gibt bezüglich der Randbedingungen, mehr Systeme, weniger Systeme, stärkere KI werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall verwenden. Wenn da jemand was Bestimmtes sehen möchte, kann er mir das gerne mitteilen. Genauso wie andere Anregungen bezüglich beliebiger Sachen. Ja, das soll es gewesen sein. Die erste Runde Star Ruler ist vorbei. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und werde natürlich nächste Woche sehr wahrscheinlich die zweite Runde schon beginnen. Bis dahin kann, wie gesagt, der ein oder andere, wenn er gerne etwas sehen möchte, einen Kommentar abgeben. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich noch einen wunderschönen Abend und ein schönes restliches Wochenende und eine entspannte Woche. Bis zum nächsten Wochenende. Salut!